So, einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Devisenradar. Meine Stimme ist für den einen oder anderen vielleicht etwas ungewohnt. Das hat vielleicht auch den Grund, weil dieses Format normalerweise von Christian Kämmerer gehalten wird. Der ist heute allerdings verhindert und hat mich aber dennoch gebeten, damit es da nicht irgendwelche ja, unnötigen, enttäuschten Seelen gibt, so nenne ich es mal, dass das Devisenradar dann heute nicht stattfindet, ob ich das nicht übernehmen könnte, was ich natürlich sehr, sehr gerne tue, besonders auch dankbar natürlich, weil wir haben noch einige ziemlich spannende Events diese Woche auf der Agenda, ganz besonders aus den USA natürlich mit den Non-Farm Payrolls am Freitag. Und ja, darauf wollen wir einfach mal einen Blick werfen, wie die Situation sich eben darstellt. Das, was ich jetzt schon, ich wollte gerade fragen, ob man mich gut verstehen kann, aber ich glaube, das ist an dieser Stelle dann unnötig, diese Frage zu stellen, denn ich lese gerade schon, guten Tag, könnten wir denn mal British Pfund, US-Dollar anschauen und Dollar Cut, ja, und das können wir natürlich selbstverständlich tun, das werden wir tun, wenn der Wunsch so dringend besteht, dann würde ich mal vorschlagen, machen wir das auch gleich sofort initial. Also warum nicht mit Ausblick auch morgen, das ist das nächste, auch da dankbar. Ich muss nicht nur was über die NFTs erzählen, die, das will ich auch sagen, ehrlich gesprochen schon mal spannender waren, so sage ich mal, nämlich mit Aussicht der Fed, die wahrscheinlich im Dezember dann den Zins ja, vielleicht anhebt oder vielleicht nicht anhebt. Das ist das Einzige, was da gerade so ein bisschen spannend ist. Was dazu beiträgt derzeit, die Spekulation geht dahin, dass sie sich geldpolitisch eher so ein bisschen zurückhält. Und infolgedessen sieht der US-Dollar keinen Boden. Also das heißt, der fällt weiter ins bodenlose Dollar-Index. Übrigens hier ganz kurz zum DAX, zwar der Wiesenradar, aber zum DAX. Das ist eine ganz interessante Entwicklung jetzt. Wir haben heute früh, ich greife das nochmal kurz aus dem Morning Meeting aus, ich habe gesagt, die Region um die Hochs von gestern können wir durchaus nochmal realistisch anlaufen, gegen die wir dann long gehen könnten, ja, wenn die Abwärtstendenz, die wir morgens zunächst eingeschlagen haben, wenn die nicht unterbrochen wird und gegen diesen Bereich sich long positionieren mit Ziel 12.300 Punkte. Jetzt gab es ein kleines Zwischenziel. Das habe ich nicht groß thematisiert, auch weil, ja, weil es sich nicht, schlichtweg nicht ergeben hat und weil es einfach ein bisschen länger alles gedauert hat. Aber das kleine Zwischenziel Intraday war in meinen Augen, dass wir dieses Zwischenhoch hier um 12.250 Punkte rausnehmen. Das ist jetzt geschehen, kurz vor der US-Eröffnung. Bleibt natürlich abzuwarten, ob die US-Märkte sich dann in der Lage sind, dort auch stabil zu präsentieren. Sollten sie das tun, dann besteht durchaus realistisch die Chance, auch weil der Euro von seinen Hochs, die er heute früh markiert hat, seinen höchsten Ständen seit Januar 2015 wieder so ein bisschen runterkommt, besteht eine realistische Chance, dass der DAX es zurück schafft in Richtung der 12.3, also der Hochs von gestern und auch darüber nochmal den Bereich um 12.300 Punkte anläuft. Tatsächlich aber, muss man auch sagen, ist noch nichts gewonnen dadurch für den DAX, denn Fakt ist eben auch einmal, dass wir hier unterhalb dieses Niveaus rein technisch betrachtet auf der Stunde weiter bearish bleiben. Also kann durchaus sein, dass dann morgen gleich der nächste Abwärtsimpuls folgt, der dann wahrscheinlich allerdings durch die US-Märkte initiiert wird, weil wie gesagt, der Euro, der wird langsam, da wird es nach oben langsam ein bisschen dünn, hat man so ein bisschen das Gefühl, aber dazu kommen wir gleich dann. Den können wir uns gleich nochmal ein bisschen detaillierter betrachten. Also US-Dollar haben wir aufgegriffen gehabt und diese starke Tendenz, die wir hier auf der Unterseite sehen. Das Besondere natürlich im Zusammenhang mit dem US-Dollar-Index ist jetzt Folgendes, und zwar, dass wir uns vor Augen führen müssen, dass hier es eine ganz bestimmte Gewichtung gibt. Die möchte ich mal ganz kurz hier einfangen. Das ist mal so ein bisschen Theorie im Hintergrund, die ist vielleicht für den einen oder anderen noch mal ganz interessant vielleicht. Und zwar USD-Index, und dann kommen wir auch gleich zum British Pfund. Dann sehen wir nämlich, wie stark der gewichtet ist. USD-Index Future und Wiki. Wiki sollte eigentlich heißen für Wikipedia. Ja, sehr schön. Und da können wir es hier sehen, von 73 bis 98. Warum 73? Naja, Bretton Woods, Aufhebung des Goldstandards durch Nixon und dann also Moment, das war 1971. 1973 dann die Einführung des Devisen-Future-Handels. Ja, USD-Index Future folglich, ja, damals gegen den Korb noch hier mit der deutschen Mark mit 20% Gewichtung durch den Euro natürlich, hat sich das alles ein bisschen verschoben. Aber alles in allem erkennen wir alleine schon im Basket damals, dass ganz offensichtlich sehr, sehr viele europäische Währungen dagegen gerechnet werden. Somit ist der Euro heute mit fast 60% in diesem gewichtet. Anders formuliert, dieser brutale Lauf, den wir hier sehen. Und übrigens, mir fällt gerade was ein. Ich habe es zwar heute Morgen im Morning Meeting schon gepostet gehabt, aber ich möchte das hier an der Stelle trotzdem nochmal tun. Der ein oder andere war vielleicht beim Morning Meeting nicht dabei und findet das ganz interessant. Ich habe gestern Abend einen Artikel gelesen, Stichwort Euro, und zwar Trump öffnet neues Kapitel im kalten Währungskrieg. So.
die Abschaffung von Obamacare bis auf Weiteres. So. Diesen Artikel finde ich seit langem mal wieder super, super interessant. Allerdings muss man auch dazu sagen, ist jetzt keine so große Überraschung. Frank Stocker hat den geschrieben, ein Weltjournalist, den ich auch, ich weiß gar nicht, ob ich ihn mal persönlich getroffen habe, aber zumindest mal habe ich mit ihm schon zwei, dreimal rund um die Märkte auch gesprochen. Und er hat mich um meine Einschätzung zu den Devisenmärkten gefragt. Super guter Artikel. Möchte ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Sehr, sehr interessanter Gedanke auch rund um die Entwicklung im Euro. Es gibt infolgedessen auch bei mir in der Trading-Chatbox, also auf meinem Guidance-Stream, eine sehr, sehr angeregte Diskussion gerade zu diesem Thema und weswegen da eventuell jetzt mal ganz kurz und knapp gesprochen, eigentlich vielleicht gar nicht so eine scharfe Abwärtsbewegung im Euro anstehen könnte. Wir greifen das jetzt mal ein bisschen vor. Vielleicht springe ich so ein bisschen in den Themen. Ich hoffe, dass man mir das nachsieht. Aber da gibt es halt einige sehr, sehr interessante Entwicklungen. Auch im Euro. Ich persönlich zum Beispiel, wenn man mich jetzt fragen würde, würde ich sagen, ich glaube, dass wir eine realistische Chance haben, das Jahr 2017 im Bereich um 1,10 auszupendeln. Ich glaube nicht, dass wir uns in diesen Gefilden dort jetzt um 1,18 stabilisieren können. Wir finden gerade übrigens, wenn man sich das große ganze Bild betrachtet, für die vielleicht nicht ganz so aktiven Intraday-Trader, sondern vielleicht mal für die etwas längerfristig Orientierten, hier, und soweit geht leider die Historie nicht zurück, aber der eine oder andere fragt sich, wie komme ich auf die 1870? Die hatte ich heute früher schon eingezeichnet gehabt, bevor der Markt gegen dieses Level gelaufen ist und dagegen reagiert hat. Das ist ein ganz einfacher Grund, warum ich dieses Level habe. Da muss ich allerdings tatsächlich eine andere Kurshistorie wählen, denn soweit kommen wir hier bei Guidance nicht zurück. Und zwar findet sich in diesem Bereich das 2010er Jahrestief Euro-USD Spot, war man da. Alleine deswegen ist das ein super, super interessanter Bereich in meinen Augen, um eventuell einen Short einzustreuen. Wir haben natürlich aber noch weiteres Aufwärtspotenzial, welches uns auch bis in die 1,20er-Gefilde führen könnte. Aber es ist halt interessant, besonders Euro-US-Dollar durch das Zinsdifferenzial, welches interessanterweise zugunsten des US-Dollars ja sich präsentiert. Heißt also anders formuliert, wir haben hier gerade eine Konstellation, wenn wir längerfristig einen Euro-USD-Short aufbauen würden gegen diesen Bereich, dass wir dann auch zusätzlich zu eventuell entstehenden spekulativen Gewinnen noch einen Zinsgutschrift erhalten, für das Halten der Position über Nacht, über einen längeren Zeitraum eben entsprechend so. Es gibt allerdings diverse Probleme bei solch einem Setup. Erstes Problem ist beispielsweise, wohin mit dem Stop? Zweites Problem ist beispielsweise, wäre es nicht sinnvoll, wenn man so etwas übergeordnet spielt, dennoch zum Beispiel in der Stunde zu schauen, wann denn dort eine Aufwärtsstruktur gebrochen wäre, um nicht in dieses Momentum reinzuhalten und dann das Risiko vielleicht zu sehen, dass man komplett auf der falschen Seite erwischt wird und dass der Markt eher nochmal 100, 150, 200 Pips gegen einen, vielleicht sogar ein bisschen in den 1,20er Bereich läuft. In dem Zusammenhang wäre es ganz interessant, hier abzuwarten, dass wir zurück unter die 18 laufen. 17, 17,80, 17,90, 18, dieser Bereich, das ist der Trendsupport hier auf der Stunde. Wenn der gebrochen wird und dann gebrochen würde mit einer Sequenz fallender Hochs, fallender Tiefs, glaube ich, ist das ein ganz interessanter Bereich im Euro-US-Dollar. Oder ist es eine ganz interessante und wertvolle Überlegung, hier über Short-Engagements nachzudenken und mit Stops oberhalb dieses Hochs dann von heute früh im Bereich so roundabout 18,70 zu arbeiten. Und jetzt kommt genau der Gedanke. Jetzt schließe ich mal ganz kurz hier den Kreis. Und zwar, jetzt könnte man natürlich sagen, das ist ein super interessanter Gedanke. Und ich habe im Morning Meeting, in diversen Morning Meetings auch schon gesagt. Also ganz ehrlich, 1,10. Ich glaube, dass die Bewertungsniveaus, die wir hier sehen, dass die komplett konträr zu dem laufen, was die EZB gerne sehen möchte. Und dass die EZB auch vor dem Hintergrund der besonders südeuropäischen Peripherie definitiv an einem schwächeren Euro interessiert ist. Jetzt könnte man natürlich erwarten, dass sie eine rhetorische Intervention startet. Und das ist wahrscheinlich sogar schon in 3 Wochen dann sehr wahrscheinlich in Jackson Hole, dass Mario Draghi hier in irgendeiner Form versucht, ein Downtalking des Euros auf den Weg zu bringen, respektive das zu verpacken in Aussichtstellung, wie es denn mit dem QE-Programm nach Dezember 2017 weitergeht seitens der EZB. So, das ist jetzt erstmal der Grundgedanke. Ich finde diesen ganz legitim und das ist absolut gut, denke ich auch. Und wenn man jetzt versucht, sich eventuell frühzeitig dort zu positionieren, wartet man, wie gesagt, den Break der 1,18 auf der Stunde ab, Rücksetzer, versucht das Retracement zu shorten mit Stop oberhalb der 18,70 und hätte eigentlich einen ganz passablen Trade-Gedanken, den man vielleicht auch ein paar Wochen, Monate vielleicht sogar halten könnte und der auch ein sehr, sehr
sehr attraktives Chance-Risiko-Verhältnis verspricht. Aber, und jetzt kommt's, dieser Gedanke, der von Stocker in seinem Artikel hier thematisiert ist, den finde ich schon ganz spannend, weil es war ja auch jetzt nicht groß überraschend, dass wir so eine US-Dollar-Abwertung zu sehen bekommen haben. Trump hat immer wieder gesagt, make America great again, make America great again, wollte eben Arbeitsplätze wieder in den USA schaffen. Inwiefern das alles jetzt funktioniert und das vielleicht größtenteils auch Polemik ist und überhaupt umsetzbar ist, besonders jetzt, wo er mit Obamacare und der Restrukturierung dort scheitert und bla, das wollen wir jetzt gar nicht näher betrachten hier an dieser Stelle. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass Trump mit dieser in Aussichtstellung eigentlich an einem schwächeren US-Dollar interessiert war. Und wenn man jetzt mal ganz genau anschaut, sich den Lauf der Dinge, der auch ganz gut im Artikel eigentlich eingefangen wird, wenn man sich das einfach mal anschaut, wie das sich auch mit der Rhetorik rund um Deutschland und des schwachen Euros zum Beispiel dargestellt hat, die Attacken auf die Automobilindustrie in Deutschland, China, die in den Mittelpunkt wieder gerückt worden sind, Währungsmanipulationen vorgenommen zu haben und die Vorteile, die sie dadurch aus exportwirtschaftstechnischer Sicht eben genossen haben. All das, als er das thematisiert hat, da war ihm eigentlich klar, in dem Moment, im großen und ganzen Bild, das geht eigentlich eher in Richtung Abwertung des US-Dollars. Und diese Abwertung ist aktuell voll im Gange. Der Trump-Trade, dieser Grundgedanke, so wie er genannt wurde, der wird komplett umgekehrt. Und jetzt ist natürlich dennoch die Frage, wenn ich den Euro so stark eben aufwerten sehe, das ist aber auch nicht im Interesse der Europäer, der Europäischen Zentralbank. Und welche Mittel hat man dort eigentlich seitens der EZB, dort tätig zu werden? Ich muss an der Stelle Folgendes sagen. Ich glaube, ich würde tatsächlich hier voll und ganz mit dem Artikel gehen, nämlich dem letzten Absatz. Die Abwertung des Dollars und die Aufwertung des Euros seien daher zwar schmerzhaft für die europäische Unternehmen und frustrierend für die EZB, sagt Fels, das ist ein hier quotierter Analyst in dem Artikel. Die Alternative aber zu einem schwächeren Dollar, protektionistische Maßnahmen der Trump-Regierung, auch da achte man drauf, das ist gar nicht so unrealistisch, die einen Handelskrieg entfachen könnten, wäre jedoch noch viel schlimmer. Das heißt, es könnte durchaus sein, und dieser Gedanke ist absolut legitim, dass die EZB vielleicht hier in die bittere Pille oder in die Zitrone beißt oder wie auch immer man das nennen will und einfach sagt, okay, wir akzeptieren, dass das der Euro derart hoch bewertet ist und wir haben aktuell sowieso keine Möglichkeiten, dort aktiv zu werden, weil das Pflänzchen Wirtschaftswachstum, was wir in der Eurozone sehen, welches übrigens sowieso schon seit nahezu jetzt 8 Jahren am Laufen ist, also ich würde mal behaupten, eine Rezession steht unmittelbar bevor. Wir stehen wirklich an einem Punkt, wo wir sagen müssen, das Wirtschaftsaufschwung seit der Finanzkrise, das dürfte jetzt in einem, ich nenne es jetzt mal zyklischen Hochbereich sich mittlerweile bewegen. Das bedeutet anders formuliert, wir sollten hier froh sein, wenn die Musik noch ein bisschen länger spielt, damit dann weiter auch die Wirtschaft angekurbelt wird und dergleichen und weiter auch die Wirtschaft besonders in Deutschland floriert, also das mal aus der Perspektive von Mittelständlern kommuniziert, besonders Handwerker zum Beispiel, auch aus meinem Freundeskreis, sehr gute Freunde, die seit Jahren eine super Auftragslage eben genießen und das eben, weil die Leute, ja, was sollen sie mit ihrem Geld machen? Also statt das irgendwie auf die Bank zu legen und zu sehen, dass es eventuell sowieso weniger wird, weil man sogar Negativzinsen und so weiter sich ausgesetzt sieht, ja, dann nehme ich das Geld doch lieber und investiere es beispielsweise in meine Immobilie. Lass mir die Fassade streichen, mach die Heizung neu oder was auch immer. Also jetzt mal ganz plump und einfach gesprochen. Und ich glaube aber dennoch, und das höre ich jetzt auch schon aus einigen Statements dieser Freunde aus dem handwerklichen Bereich, die sagen auch, also das wird nicht mehr lange gut gehen. Das ist es noch nie. Irgendwann gab es immer mal so eine Delle, mindestens. Und das ist eben durchaus etwas, was selbstverständlich auch, wenn man jetzt sich die Kommunikation der einzelnen Notenbanker anhört und auch das aus volkswirtschaftlich-theoretischer Perspektive betrachtet, dann muss man natürlich sagen, ja, na klar, sehen die aktuell die Gegebenheiten und derzeit gibt es noch keinen wirklichen Indikator, der in irgendeiner Form eine Rezession andeutet. Also wenn man sich zum Beispiel mal die IFO-Daten anschaut, aus der letzten Woche, die veröffentlicht worden sind, All-Time-High, ja, Geschäftsklima-Index respektive Business Moral, also das heißt, wie heißt das denn? Geschäftsmoral, also ich hoffe, dass der Gedanke transportiert wird, ist auf einem Allzeithoch. Also das heißt, es gibt aber überhaupt keinen Grund, irgendwie skeptisch zu sein. Aber nichtsdestotrotz sind das eben auch Herrschaften, die haben schon so ein paar Jahre auch auf dem Buckel, auch an Lebenserfahrung. Und bei aller Vorliebe für volkswirtschaftliche Theorie sollte einem einfach klar sein, früher oder später wird es einen Wirtschaftsabschwung geben. Und das Letzte, was du da möchtest, ist den vielleicht dadurch zu katalysieren, eine solche Entwicklung. Und das noch schneller das Wirtschaftswachstum noch schneller
abzuwürgen, dadurch, dass du beispielsweise eben in einen Handelskrieg mit den USA einsteigst. Ich finde den Gedanken, finde ich einfach super interessant aus fundamentaler Sicht. Und das hat auch eine sehr, sehr, sehr intensive und auch aktive Diskussion, wie gesagt, auf meinem Desktop dort bei Guidance eben initiiert mit einigen sehr, sehr interessanten Gedanken. Also ich habe die nur peripher verfolgt, habe da nicht selber dran teilgenommen, aber es ist super interessant und es scheint die Leute auf jeden Fall zu bewegen. Und das einfach mal in dieser Konstellation also auch für mich jetzt als Warnung, ganz ehrlich zu sagen, na klar kannst du gegen diesen Bereich Shorts aufbauen und ich glaube, es ist legitim und ich glaube auch weiterhin daran, dass es absolut korrekt ist, davon auszugehen, dass die EZB diese Bewertungsniveaus im Euro überhaupt gar nicht gut findet. Aber es war schon interessant, wie sich Draghi auf der letzten Zinsentscheidung vor 2 Wochen zurückgehalten hat. Er wurde ganz explizit von einem Journalisten darauf angesprochen, hat nichts gesagt. Hat gesagt, ja, man beobachtet das, selbstverständlich, aber nichtsdestotrotz zur Marktentwicklung wird man sich nicht äußern. Und das gesagt, bedeutet etwas anders formuliert, vielleicht hat der eine oder andere die 1870, den Bereich um die 2010er Jahrestiefs als Short Trigger auf dem Schirm. Man sollte aber vielleicht doch nicht zu optimistisch sein, dass es hier den großen Knall gibt, sondern vielleicht gibt es den Pullback, der ein bisschen stärker ausfällt. Vielleicht setzen wir mal ein bisschen die Gefilde um 1,14 zurück. Aber dass eben tatsächlich wir vielleicht dann noch stärker verkauft werden, vielleicht in den Bereich um 1,10 zurücksetzen und der Euro zum Ende des Jahres auch in diesem Bereich handelt. Ich glaube, dafür sind die Wahrscheinlichkeiten aktuell dann doch relativ niedrig tatsächlich. Also das einfach mal so zu der Entwicklung, die wir derzeit eben im Euro tatsächlich sehen. Und Fakt ist vor diesem Hintergrund auch, wenn jetzt jemand zum Beispiel den Dollar-Index Future tradet und ausgeht von dieser Gewichtung, dann sage ich, okay, wir haben das Potenzial für eine Gegenbewegung, aber wir sollten nicht darauf wetten, dass wir zeitnah und spielerisch, selbst wenn die Fed im globalen G10-Währungsuniversum die restriktivste Notenbank ist, wir sollten nicht darauf spekulieren, dass wir zeitnah, wie gesagt, spielerisch zurück über die 100er-Marke hier laufen, sondern vielleicht eher Pullbacks als Möglichkeiten erachten, um sich dann längerfristig auch hier Dollar Short zu positionieren, was natürlich wiederum auf der Kehrseite unattraktiv ist, weil wenn du zum Beispiel den Dollar-Index jetzt verkaufst, also Dollar-Index Future, ist das nicht das Problem, weil da hast du keine Rollover-Kosten, aber wenn du den Spot tradest, beispielsweise ein Euro-US-Dollar Long an der Stelle, hast du eben das Problem eines negativen Rolls, der dir da eventuell auch so ein bisschen negativ der Performance-Entwicklung entgegensteht. Und jetzt kommen wir zu der Frage, wie versprochen, jetzt kommen wir zu dem Gedanken hier, Moment, wo war er? Hier. Und zwar British Pfund. Wir sehen British Pfund an Nummer 3. Ebenfalls noch gewichtet mit roundabout 12%, aber bei weitem nicht so stark gewichtet wie eben beispielsweise der Euro gesamt. Heißt etwas anders formuliert? Kurz noch einen Blick. Heißt etwas anders formuliert, dass man zum Beispiel von einer weiteren starken Performance des britischen Pfunds nicht unbedingt darauf schließen sollte, dass es hier zu einer Fortführung der Abwärtstendenz im US-Dollar-Index Future kommt, wenn man diesen Korb berücksichtigt. Denn das wiederum bedeutet, selbst wenn British Pfund jetzt stark anzieht, Euro aber gleichzeitig korrigiert, wäre vor diesem Hintergrund eher zu erwarten, dass der US-Dollar-Index sogar anzieht, weil einfach der Euro eine stärkere Gewichtung eben hier vorfindet. British Pfund ebenfalls. Spektakuläres Währungspaar diese Woche. Und wir haben jetzt aktuell etwas, das ist natürlich super gut. Wir sehen, wir haben Schwierigkeiten im Bereich 32,50. Der Markt bildet da, nachdem er dieses Level schon gestern einmal angelaufen ist, im Abend, läuft den jetzt nochmal an, scheitert aktuell. Und warum ist das ein spannendes Level? Wir haben morgen die Zinsentscheidung der britischen Notenbank. Die steht auf der Agenda. Und es ist ganz interessant, es gibt erste Spekulationen selbstverständlich, dass dort eine Zinsanhebung thematisiert werden könnte. Warum? Das hat damit zu tun, dass das britische Pfund, wenn ich jetzt mal ganz kurz hier in den Daily, wo mir so auf den Weekly Chart gehe, und wir schauen jetzt nur mal auf das britische Pfund zum US-Dollar. Wir können die gleiche Beobachtung nur in andere Richtung machen, wenn wir uns Euro-Pfund zum Beispiel betrachten. Wir sehen, dass britische Pfund auf breiter Front, egal gegen welche Währung, post-Brexit massiv abgewertet hat. So, was ist infolgedessen passiert? Es ist Folgendes passiert. Es kam logischerweise, wie es kommen musste. Das haben wir, oder alle diejenigen, welche, die schon etwas länger am Markt unterwegs sind und beispielsweise Abenomics und die Beginner damals, die massive Abwertung des japanischen Yen durch die japanische Zentralbank ab 2013 aktiv angekündigt, bereits Ende 2012 verfolgt haben. Wissen genau, was passiert. Du importierst die Inflation. Und wir schauen jetzt mal ganz kurz hier auf eine wunderbare Webseite, tradingeconomics.com. Super gut, weil
alle fundamentalen Daten stehen hier kostenlos zur Verfügung. Also das heißt, wer auch immer mal gerne längerfristig sich vielleicht plant zu positionieren, fundamentale Daten einfließen zu lassen, dem sei diese Webseite tradingeconomics.com wirklich wärmstens empfohlen. Und wir haben hier auch die Möglichkeit, uns selbstverständlich die Inflationsrate anzuschauen. Und wir sehen es schon. Wir haben im Grunde genommen, natürlich mit zeitlicher Verzögerung, das ist jetzt nicht so überraschend. Ja, wir fangen ab Juli an. Warum eigentlich nicht? Ja, klar, ist ein Jahr her. 23.06.2016 war der Brexit. 0,6%. Und dann plötzlich ist die Inflation richtig stark angezogen. Ja, klar kann man jetzt argumentieren, das hat sicherlich auch mit der Ölpreisentwicklung und dergleichen zu tun. Aber sind wir ehrlich, der Hauptgrund dafür ist eine importierte Inflation gewesen. Das sehen wir auch, dass das nicht reallohninduziert ist. Wenn wir uns zum Beispiel solche Komponenten anschauen, wie hier bei Labor, also Arbeitsmarkt, und wenn wir uns dann die Average, wo haben wir sie denn hier? Die durchschnittlichen Stundenlöhne anschauen, Wage Growth beispielsweise anschauen und dergleichen. Das lassen wir jetzt mal. Dann muss man sagen, sehen diese nicht ganz so prickelnd aus, diese Zahlen, als dass das wirklich reallohninduziertes Wirtschaftswachstum ist, was wir hier sehen. Und diese Entwicklung, die wir dort in der Inflationsrate haben, hat also primär damit zu tun, dass das britische Pfund auf breiter Front abgewertet ist und dass man sich eben im Falle von Importen in Großbritannien Werte oder Assets oder was auch immer Güter teurer importieren muss und das auf die Preise aufschlägt, was dann entsprechend die Inflation ankurbelt. So, das hat die Bank of England diverse Male thematisiert, dass es ihnen ein Dorn im Auge ist, dass man sicherlich bereit ist, man wählte dann die Formulierung Overshoot in Inflation, also ein Überschießen des Inflationsziels, welches auch hier bei 2% liegt, dass man das bereit ist zu akzeptieren, aber dass man dennoch selbstverständlich ganz genau beobachten wird, wie aggressiv die Inflation hier überschießt. Und das bedeutet etwas anders formuliert, wir sind jetzt schon seit geraumer Zeit, nämlich seit Februar, eigentlich oberhalb der 2%-Marke, sind tatsächlich hier sogar im Mai bei 2,9%, ein bisschen getoppt. Und auch die jüngsten Inflationszahlen, die veröffentlicht wurden, lagen oberhalb der oder ja, oberhalb der Erwartung. Ja, Moment. Stimmt nicht ganz, stimmt nicht ganz. Es war oberhalb der Erwartung für Mai. Im Juni lagen wir leicht drunter. Da war es so, dass wir uns eigentlich, dass wir eine Erwartungshaltung von 2,9% hatten, aber hier eben nur 2,6% ausgegeben worden sind. Nichtsdestotrotz ist es eben entsprechend so, dass das dazu beigetragen hat, dass diverse Marktteilnehmer jetzt sagen, sie gehen eigentlich davon aus, dass zeitnah eine Zinsanhebung anstehen könnte. Der möchte auch dazu noch mal ein bisschen weiter ausholen, nämlich so, hier mit einem Tab. Und zwar, wo wir uns jetzt mal den Commitment of Traders Report betrachten, also die Positionierung der Großspekulanten. Moment. Britische Pfund, Pound, ne? BP? Ja, British Pound Future. Und da schauen wir uns mal für die letzten 5 Jahre den COT an. So, das ist der Kursverlauf für die letzten 5 Jahre. Und dazu muss ich kurz was sagen, nämlich in Blau finden wir die Commercials. Das sind die kommerziellen, die antizyklisch positioniert sind, sich gegen Wechselkursrisiken und dergleichen absichern. Und hier in Grün finden wir die Non-Commercials, also Hedgefonds, Vermögensverwalter, ja, CTAs, Commodity Trading Advisors und so weiter. Und man sah hier, dass wir so roundabout Mitte, Ende März eine extreme Netto-Short-Positionierung vorgefunden haben im British Pfund Future. Das war eine Indikation oder der Future-Markt, der macht, ich sag mal, maximal 10%, eher sind es zwischen 6 bis 8% des täglich gehandelten Devisenvolumens aus, welches ja bei 5 Billionen, zwischen 5 bis 6 Billionen US-Dollar pro Durchschnitt oder im Durchschnitt liegt. Aber nichtsdestotrotz ist es eine gute Indikation. Es zeigt sehr schön an, wo wir hier einzuschätzen waren zu dieser Zeit. Der Markt war extrem aggressiv British Pfund Short. Und ich hatte damals dort auch eine Short-Position im Euro-British Pfund. Interessanterweise Short-Position Euro-Pfund heißt, ich war Pfund Long. Und zwar, weil ich gesagt habe, ich gehe davon aus, dass sich früher oder später dieses Sentiment extrem auflösen wird zugunsten des britischen Pfunds. Und es ist tatsächlich so gekommen, denn die Marktteilnehmer haben dann begonnen hier, also diese prozyklisch normalerweise positionierten Trader haben begonnen, eben in diese Extrempositionierung und in diese potenzielle Bodenbildung, die wir hier zu sehen bekommen haben, um die 1,20er Region, haben die dann begonnen, diese Position aufzulösen und sind aktuell immer noch leicht netto short positioniert. Und genau das beinhaltet eine Chance in meinen Augen, denn
Das ist zwar jetzt nicht mehr signifikant, aber Fakt ist auf jeden Fall, dass sich hier eventuell schon bereits widerspiegelt, dass diese Marktteilnehmer davon ausgehen, dass zeitnah eine restriktivere Haltung der britischen Notenbank vielleicht sogar anstehen könnte. Und wie gesagt, die Berichterstattung jetzt rund um diese anstehende Notenbank-Sitzung, die jetzt morgen eben um dann 13 Uhr stattfindet, die geht in die Richtung, dass es den einen oder anderen Marktteilnehmer schon bereits gibt, der sagt, vielleicht gibt es eine Zinsanhebung. Wir erinnern uns auch da, ich kann jetzt schon mal eine kleine Brücke schlagen, kanadischer Dollar war genauso eine Überraschung, die hat diese Abwärtsbewegung im Dollar-Cut nochmal auf der Unterseite katalysiert, dieser Zinsschritt, der dort auf den Weg gebracht worden ist. Wo haben wir es? Dollar-Cut hier. Da sind wir nochmal stärker unter Druck geraten, das war am 12.07. Ja, und auch da sind wir schon relativ weit gelaufen gewesen, hatten zwischenzeitlich eine wichtige Supportregion um 1,30 unterschritten. Das wurde nochmal beschleunigt, weil damit keiner gerechnet hat mit diesem Zinsschritt. Vielleicht gibt es eine ähnliche Überraschung morgen. Ich glaube nicht, also sage ich jetzt schon mal vorweg, ich glaube nicht, dass es diese Überraschung geben wird. Aber was ich glaube ist, dass es eine Überraschung geben könnte, wie viele stimmberechtigte Mitglieder des neunköpfigen Monetary Policy Committees, also das ist das MPC, wie viele sich dafür eine Zinsanhebung aussprechen. Aktuell geht man davon aus, dass dieses Abstimmungsergebnis 7-2 sein wird. Das heißt also, 7 sind dafür, dass der Zins unverändert bleibt, 2 sind dafür, die Zins anzuheben. Das ist dann eine Mehrheitsentscheidung und folglich ist es dann entsprechend so, dass wir infolgedessen eine Beibehaltung des aktuellen Zinsniveaus von 0,25% eben tatsächlich zu sehen bekommen. Sollte es hier zu einem Abstimmungsergebnis kommen mit 6-3 oder mit 5-4 sogar nur, also das eine ganz knappe Entscheidung war, dann würde das den Markt, glaube ich, ziemlich stark überraschen, besonders bei 5-4. Und das würde eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit bedeuten, dass British Pfund zum US-Dollar hier die 32,50 überwindet. Also das wird ein super spannender Bereich morgen sein. Vielleicht gibt es den Break schon vorher zu sehen, ich hoffe nicht, weil wenn solche Level dann getriggert werden, und das sieht ja jetzt derzeit hier durchaus signifikant aus, dann gibt es auch entsprechend starke Dynamik. Die wird es allerdings nicht nur im British Pfund US-Dollar geben, die wird es auch in anderen Währungspaaren geben. Euro-Pfund zum Beispiel, glaube ich, ist dann durchaus prädestiniert dafür, schärfer gegen die 90er-Region dann nochmal abzuprallen. Und Ziel im British Pfund US-Dollar liegt dann im Bereich 34,50. Ich will auch ausgehend hier von dieser Haltung jetzt keinen Hehl draus machen. Ich bin persönlich sehr ungerne Short British Pfund US-Dollar aktuell. Wir sind zwar, wie gesagt, sehr weit gelaufen und im US-Dollar schreit alles nach einer Korrekturbewegung früher oder später, aber ich sage auf der Kehrseite, ich persönlich möchte lieber British Pfund Long sein, wenn ich mich nicht long positionieren im British Pfund, dann bin ich British Pfund flat. Ich glaube, dass British Pfund aktuell stark unterbewertet ist und dass wir eher noch eine weitere Fortführung der aktuellen Pfundstärke, beziehungsweise also dieser man muss eigentlich schon ein bisschen weiter zusammenscrollen, also eigentlich ab so Mitte März initiierten Trendbewegung, die sich hier aus dem Bereich um 21, 1,21 bis jetzt über die 1,30er Marke erstreckt, dass es eher noch eine Fortführung dieser Bewegung gibt, die uns vielleicht sogar mindestens bis in den Bereich um 34,50 führen kann, vielleicht sogar ein Stück weit höher. Das wäre dann hier der Bereich um die Tiefs, die vor dem Brexit markiert worden sind. Das ist der 38er Bereich sogar. Also durchaus denkbar, dass der Pfund Sterling Long Trade noch ein bisschen länger läuft. Das wäre sicherlich oder es sollte dann auch vor dem Hintergrund der weiter zu erwartenden US-Dollar-Schwäche, ja, auch wenn der mal kurzzeitig korrigiert, sollte das Beachtung finden. Heißt anders formuliert, Pfund US-Dollar Long. Selbst wenn er korrigiert, glaube ich, korrigiert er nicht annähernd so stark, wie andere Währungspaare korrigieren dürften. Also zum Beispiel Euro-US-Dollar. Oder vielleicht auch Dollar japanischer Yen, dass der vielleicht doch nochmal eine schärfere Bewegung in Richtung der 115er Region auf den Weg bringt. Ich hatte ja einen Short-Gedanken letzte Woche Donnerstag hier für Dollar japanischen Yen kurz formuliert gehabt. Der ist heute ausgestoppt worden durch diese Bewegung. Da war der Gedanke der, dass ich gesagt habe, die sich hier auf der Stunde etablierte Abwärtsbewegung, da habe ich in diese Korrekturbewegung, die da schon lief, letzte Woche Donnerstag, während des Morning Meetings gesagt, ein interessantes Level ist vielleicht die 111,50 mit Stop oberhalb der 112,20, die darauf dann abzielt, dass es zu einem Break der 110,70er Region kommt und eventuell dann sogar zu einem Fall unter die 110. Der kam auch, das war hier am Montag, aber es gab keinen dynamischen Break dadurch und infolgedessen war es dann angebracht in meinen Augen, den Stop hier auf 110,60 nachzuziehen. Dann ist der Stop-Out, wie gesagt, hier entsprechend erfolgt heute Nacht. Da sind wir über dieses Niveau drüber gegangen.
Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass eben der Dollar eventuell eine Korrekturbewegung gegenüber britisch Pfund, ausgehend von den gerade geschilderten Umständen, nicht ganz so stark fährt. Auch wenn besonders jetzt die Bank of England morgen diese leichte Tendenz in Richtung Zinsanhebung tatsächlich hat, die zwar nicht auf den Weg gebracht wird, aber die immer noch so weit gespielt wird, dass britisch Pfund sich auf jeden Fall stabiler präsentieren dürfte gegenüber dem US-Dollar, der irgendwann früher oder später korrigiert, als andere Währung eben entsprechend. Hier ist natürlich auch etwas anders formuliert, britisch Pfund zum Euro zum Beispiel. Da ist dann vielleicht doch zeitnah mal mit einer Korrekturbewegung zu rechnen. Auch da, ich finde es ganz interessant. Wir haben einfach hier die 90er-Marke, die ist nicht zurückeroberbar scheinbar. Da sind wir vorgelaufen wie vor einer Wand. Das war hier die Bewegung vor rund 2 Wochen, als der Euro nochmal so stark zum US-Dollar zulegte. Wir sehen jetzt auch hier erste Tendenzen zu einer bärischen Divergenz. Heißt also etwas anders formuliert, vielleicht es zeichnet sich hier wirklich zeitnah eine Korrekturbewegung ab. Wobei ein erstes Ziel eines solchen Trades natürlich wäre, dass es erstmal hier zu einem Break der 87,40 Pi mal Daumen 87,50 käme, die dann nämlich diese Bewegung hier und dieses relative Tief, was sich dort ausgebildet hat, eben entsprechend unterschreitet. Vielleicht dann mit weiteren Abschlägen garniert wird in den Folgewochen, die uns bis in den Bereich um 83 nochmal führen kann. Was man allerdings auch wissen sollte, wenn man Euro-Pfund eben betrachtet, dann muss man sich klar machen, das ist ein sehr, sehr evolatiles Währungspaar. Also ganz, ganz evolatiles Währungspaar, braucht man viel, viel Geduld, Sitzfleisch, Euro-Pfund, sehr ähnliches Zinsniveau. Pfund mit leichtem Vorteil heißt Euro Pfund, du kriegst ein bisschen was als Carry fürs Halten der Position über Nacht, aber alles in allem es ist eine gemächliches Währungspaar, so nenne ich das einfach mal. Der ein oder andere, der hier vielleicht zuhört, der hat das schon mal gehandelt und dem ist aufgefallen, Intraday sind das jetzt nicht so unbedingt die monströsen Moves, außer es gibt entsprechende News oder sonst dergleichen. Und ja, Dollar, kanadischer Dollar, auch eine Frage dazu, will ich natürlich auch beantworten. Ich persönlich glaube, dass wir jetzt zeitnah auf jeden Fall das Potenzial auch hier für eine Korrekturbewegung haben. Wir sind ja kurzzeitig mal unter die 2000, was sind's hier, die 2016er Jahrestiefs gerutscht, haben diese jetzt allerdings nicht signifikant brechen können. Eine ganz interessante Konstellation gewesen letzte Woche. Und zwar gab es zunächst einmal eine verhältnismäßig starke Reaktion hier am Donnerstag auf den zunächst erstmal, naja, also eigentlich neutralen Bericht seitens der Fed. Das ist ein relativ neutrales Fed-Statement, welches allerdings vom Markt verhältnismäßig doppelt interpretiert worden ist. Also das heißt, nicht mit einer so großen Wahrscheinlichkeit ausgestattet oder gesegnet, dass es dort zeitnah, dass es dort zeitnah zu einer weiteren Zinsanhebung kommt oder also Beibehaltung des Zinsniveaus kommt. Übrigens, mir fällt gerade auf. Kurzen Augenblick, update das nochmal. Ja, sehr gut. Jetzt hat das. Ganz kurz in dem Zusammenhang. Erstmal Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung im September, aktuell 0%. Die Daten geben sich her, aber auch die Rhetorik der Fed und von Yellen gibt es ebenfalls nicht her. 13. Dezember, da sieht es allerdings anders aus. Da sind wir jetzt bei. Man sieht leichte Tendenz, dass es keine Zinsanhebung gibt. Das ist der Rhetorik Yellens geschuldet, aber auch der Zahlen, die jetzt veröffentlicht worden sind, Wirtschaftsdaten, die veröffentlicht worden sind. Vor der Fed letzte Woche kann ich sagen, da haben wir eine Wahrscheinlichkeit gehabt, die noch bei roundabout 55% lag. Also im Grunde genommen sah das Verhältnis da anders aus. Da waren die 42% hier und die 58% fanden sich hier bei den Zinsschritten eben entsprechend wieder. Das ist jetzt gekippt. Das hat auch sicherlich nochmal dazu beigetragen, dass da eine stärkere Abwärtsbewegung dann, oder dass die Bewegung sich beschleunigt hat, auch dass der Euro ebenfalls da entsprechend angezogen ist. Ja, Fakt ist aber auf jeden Fall, wie gesagt, dass diese Tendenz, die wir hier im Fed Watch Tool sehen, bezüglich weiterer Zinsschritte natürlich schon vieles einpreist und bedeutet anders formuliert, wenn ich sage viel einpreist, dass da nach unten vielleicht dann auch ein Großteil nicht mehr an weiterem Abwärtspotenzial im kanadischen Dollar vorhanden ist. Heißt anders formuliert, ich hatte gesagt, nachdem die Zahlen hier oder beziehungsweise es erstmal eine Gegenbewegung gab, haben die BIP-Zahlen aus den USA am Freitag enttäuscht und aus Kanada gleichzeitig massiv überrascht, positiv überrascht. Da gab es nochmal eine Attacke auf diese Tiefs, die wir hier auch während der Fed ausgebildet haben. Ich zeige das mal auf 4 Stunden Basis, da sieht man das noch ein bisschen klarer. Ja, da gab es erstmal, das war die Fed-Kerze, dann
Reversal am Donnerstag. US-Dollar hat sich ein bisschen gefangen. Kanadischer Dollar wurde eher abverkauft. Dann kamen allerdings hier die überzeugenden BIP-Zahlen. Und jetzt hat der Markt aber keine tieferen Tiefs markiert, sondern fing dann an, sich zu stabilisieren. Ich habe im Morning Meeting gesagt gehabt, dann meine ich, naja, 25,70, oh, Pi mal Daumen, ungefähr dieser Bereich, um diese Hochs, die ausgebildet worden sind, ist mein Key-Level. Wenn wir da drüber gehen, dann würde ich tatsächlich Long-Engagements in Betracht ziehen. Wir kämpfen gerade mit diesem Bereich. Was ich jetzt im Dollar-Cut eben abwarten wollen würde, wäre folgendes. Das zeichne ich einfach mal so ganz grob aggressiv ein. Das ist dieser Widerstandsbereich. So. Und wenn wir hier wirklich drüber schließen, das wäre jetzt schon mal das Erste. Also ein Schluss mit anschließend dann noch ein bisschen Dynamik, Korrekturbewegung in diesem Bereich und dann würde ich den, könnte ich mir vorstellen, den so long zu handeln, mit Stop hier unterhalb dieser Tiefs. Das wäre ein legitimer Long-Gedanke für Dollar Cut. Bis dahin würde ich allerdings noch die Füße stillhalten, weil das übergeordnete Momentum ganz klar zeigt, da sind definitiv noch die Bären am Werk. Das ist jetzt gerade so ein Key-Level, mit dem wir hier arbeiten und solange wir unterhalb dieses Levels eben entsprechend traden, oder das nicht auf Schlusskursbasis mindestens zurückerobert haben, würde ich hier mit Long-Engagements sehr, 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 sehr vorsichtig sein. Das also zum Dollar, kanadischen Dollar. Da kann ich auch übrigens noch mal ganz kurz, das sollte ich vielleicht noch mal ganz kurz auch sagen. Ich habe jetzt allerdings hier, muss ich erstmal ganz kurz suchen, damit ich nichts Falsches sage. Ich weiß, da kommen noch mal zum Wochenschluss, kommen noch mal ein paar Daten. So. Und zwar Einzelhandelsumsätze. Ich habe irgendwie, irgendwas sagt mir Einzelhandelsumsätze. Aber stimmt das auch? Kurzen Augenblick, kurzen Augenblick. Nee, ich habe, also Arbeitsmarktzahlen sind klar. Arbeitsmarktzahlen sind jetzt keine so große Überraschung, werden dazu parallel zu den NFPs veröffentlicht. Da besteht natürlich auch eine ganz interessante Konstellation, klar. Einzelhandelsumsätze, logisch. Da hatte ich aber, wie komme ich denn drauf? Wer oder was veröffentlicht denn Einzelhandelsumsätze? Ah, ist ja egal. Also Fakt ist auf jeden Fall, Arbeitsmarktzahlen sollten die NFPs jetzt, ich sag mal, schon fast wie erwartet reinkommen oder sogar positiv überraschen. Da können wir in dem Zusammenhang, muss ich jetzt übrigens gerade mal schauen, ADP-Zahlen sind ja gerade veröffentlicht worden. Die haben, naja, nicht massiv enttäuscht. Sie haben aber eben auch nicht positiv überrascht. Also 190.000 wurden dort erwartet. 14.15 Uhr ist der Datensatz heute veröffentlicht worden. 178.000 neu geschaffene Stellen sind es dann geworden. Sollten die Non-Farm Payrolls in einer ähnlichen Range reinkommen, also kurzen Augenblick. Bloomberg. Da gehen wir mal kurz auf die Webseite. Das ist zwar eine englische Webseite. Für Bloomberg zählt es offensichtlich auch. Ich habe gestern JFT Live Trading TV habe ich gesagt, für mich zählt dieser vorbörsliche Spritzer über die 22.000er Marke im Dow Jones nicht. Das ist nicht, ist es für mich nicht aussagekräftig, weil es einfach unter wenig Volumen und in der Vorbörse passiert ist. Offensichtlich sieht Bloomberg das genauso. Und wenn Bloomberg das so sieht, ist es sowieso richtig. Also Dow Jones jetzt offensichtlich das erste Mal über der 22.000er Marke, offiziell, ganz offiziell. Ach so, Verzeihung, jetzt bin ich gerade kurz abgelenkt gewesen. Also, was wir uns jetzt hier anschauen, ist folgendes. Wir klicken mal hier auf Markets und ne, die Markets brauchen wir da oben. Okay. Da gibt es nämlich hier den Economic Calendar, also hier auf der linken Seite. Und da gibt es dann auch die Möglichkeit, sich mal anzuschauen, was ist eigentlich gerade so die Erwartungshaltung des Marktes, also die sogenannte Konsensus-Range für Freitag und hier für die Employment Situation. Das ist immer ganz interessant, weil der eine oder andere ist vielleicht ein bisschen überrascht davon, warum spritzt der Markt eigentlich jetzt auf der Oberseite weg, wenn der Datensatz doch eigentlich nur durchwachsen, durchschnittlich reingekommen ist. Das hat damit zu tun, weil man vorher sich vergegenwärtigen sollte, wie der Markt positioniert ist und was er erwartet. Und wenn jetzt der ganze Markt bereits, ja, Entschuldigung, der ganze Markt erwartet, dass der Datensatz schwächer reinkommt, dann gibt es niemanden mehr, der wirklich draufhauen kann in dem Moment, wenn der Datensatz schwächer reinkommt. Das ist dann so ein klassisches, in dem Fall sell the rumors, buy the facts oder auch buy the rumors, sell the facts, je nachdem, in welche Richtung es geht. Deswegen ist das für mich immer sehr wichtig, darauf zu schauen. Also vorheriger Non-Farm-Payrolls-Bericht 222.000, Konsensus 178.000, Konsensus-Range 144. 40 bis 220.000. Heißt anders formuliert, alles, was eigentlich in diesem Fall, in diesem Bereich hier reinkommt, ist in der Lage,
tatsächlich den US-Dollar vielleicht dann sogar mal korrigieren zu lassen. Wenn die Arbeitsmarktzahlen aus Kanada jetzt zum Beispiel nicht überzeugen, also anders als letzte Woche, wo es da ja eine positive Überraschung bei den kanadischen BIP-Zahlen gab und eine negative bei den US-Zahlen, und Dollar Cut nochmal einen Impuls auf der Unterseite gesehen hat, wenn das jetzt andersrum reinkommt, dann wäre das wahrscheinlich sogar der Impuls, der uns hier signifikant über dieses Level pushen könnte und wo man dann überlegen könnte, eben entsprechend diesen Rücksetzer sich entsprechend long zu positionieren. Und dann, ja, ganz grob gesprochen so zu traden. Also das wäre das, was ich allerdings sehen wollen würde, bevor ich mich hier antizyklisch short eben entsprechend positioniere. Dollar, kanadischen Dollar. Frage zum Kiwi, Neuseeland-Dollar. Auch den, selbstverständlich, gucken wir mal kurz drauf. Da gab es heute Nacht Arbeitsmarktzahlen. Auch hier ist es so, das ist jetzt ein bisschen bedauerlich. Die Grafik, die ich gerade hier gezeigt habe, das ist echt eine, auch ebenfalls eine sehr coole Webseite. Auch da ist alles kostenlos. Das ist ein timingcharts.com. Das Problem ist, wenn ich hier jetzt einen Neuseeland-Dollar-Future eingebe, ND, dann passiert Folgendes. Hat irgendjemand nicht so wirklich aufgepasst. Und jetzt, ich schau mal ganz kurz. Da sieht man jetzt hier der New Zealand-Dollar-Future. Da könnte ich jetzt draufklicken, kriege ich aber einen Nasdaq-Chart. Warum? Weil beide mit ND gekürzelt sind. Und demnach kriege ich hier keine aussagekräftigen Daten für die Positionierung der Großspekulanten, um mal zu zeigen, wie sich ein Sentiment extrem darstellt. Kann aber an der Stelle Folgendes sagen. Ich könnte einen Chart liefern, den müsste ich jetzt aber erst suchen. Also den habe ich vor anderthalb, 2 Wochen habe ich den mal getwittert gehabt. Und das dauert wahrscheinlich einfach unnötig lange. Fakt ist auf jeden Fall, dass der Markt so aggressiv Kiwi Long war wie noch nie zuvor im Commitment auf Traders Report. Auch hier die Signifikanz natürlich in Frage zu stellen, aber man kann eine sehr, sehr schöne Tendenz auch für den Spotmarkt ableiten. Und da ist es dann tatsächlich so, dass es eigentlich nur einen kleinen Trigger-Moment benötigt, um dann eben hier dieses Sentiment extrem zumindest kurzfristig mal auflösen zu lassen. Das ändert nichts an dem insgesamt bullischen Ausblick für den Kiwi. Also Kiwi gegen US-Dollar, wenn ich zum Beispiel weiterhin mindestens oberhalb der 72er Marke hier long. Rücksetzer gegen den Bereich um 73,50, die jetzt hier offensichtlich initiiert worden sind oder der initiiert worden ist. Diesen Bereich zum Beispiel würde ich als potenziellen Long Trigger in Betracht ziehen. Und ja, das ist eigentlich das Bild für den Kiwi an der Stelle. Mehr habe ich dazu tatsächlich gar nicht zu sagen. Fundamentale Lage habe ich mich, muss ich Asche auf mein Haupt gestehen, aber Kiwi ist nicht mein Hauptmarkt, habe ich mich längerfristig jetzt nicht so mit beschäftigt. Fakt ist aber auf jeden Fall, dass der Markt, glaube ich, besonders auch vor dem Hintergrund der aktuellen restriktiveren Haltung der Notenbanken global, besonders auch vielleicht der Bank of England oder auch der EZB, und selbst wenn die Herrschaften sagen, sie sind doch gar nicht restriktiv, dann werden sie auf jeden Fall so wahrgenommen vom Markt. Dann ist es halt in diesem Zusammenhang so, dass man doch sagen muss, Kiwi profitiert natürlich als Hochzinswährung von solchen Spekulationen anziehender Zinsen besonders, weil wir haben einfach hier eine natürliche Tendenz zu aggressiveren Zinsschritten, die einen Zinsvorteil versprechen und den Carry Trade dann attraktiver werden lassen. Und das wird natürlich erstmal recht interessant, wenn man sich mal anschaut, von wo wir eigentlich kommen. Also wir haben hier in 2014 noch bei Niveaus um 90 gehandelt und zwischenzeitlich hatten wir hier fast ein Drittel Wertverlust im Kiwi-Dollar. Bedeutet anders formuliert, wir haben zwar jetzt schon einiges davon zurückgearbeitet, aber nichtsdestotrotz, da ist noch einiges an Potenzial vielleicht auf der Oberseite. Vielleicht sogar besonders gegenüber dem US-Dollar, was dann natürlich hier tatsächlich längerfristig die Long-Seite auf jeden Fall favorisieren lässt. Und der Rücksetzer gegen die 73,50, der könnte vielleicht ganz interessant sein. Wie gesagt, aggressiver Stau in die 72 mit erstem Ziel, um nochmal ein Retest dieser Hochs hier, liefert schon alleine ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. Dann habe ich noch zwei Fragen hier, einmal zum Euro-Yen und einmal zum Euro-Türkische Lira. Wir fangen mal mit der exotischen Währung an, nämlich der Euro-Türkischen Lira. Moment. Zack, das hier auch nochmal ganz kurz einen Tab hier rüber. Und zwar hat die heute ein neues All-Time-High hier markiert. Euro-Türkische Lira. Die Frage, die sich natürlich jetzt stellt, jetzt long? Nein. Das hat einen ganz, ganz signifikanten Grund, den signifikantesten eigentlich. Und der ist folgender, nämlich die Zinsdifferenz zwischen Euro und türkische Lira. Solch ein Trade, den wickelt man nicht auf einen kurzfristigen Zeitrahmen ab, Intraday, sondern Euro-türkische Lira, das sind längerfristige Trades. Und Euro-türkische Lira hat einen super unattraktiven Roll. Also das bedeutet anders formuliert, man zahlt sich hier in Anführungsstrichen dumm und dämlich an
Finanzierungskosten. Und na klar kann man jetzt sagen, aber man schaut sich doch diesen Trend an, das ist eine Riesenbewegung, das stimmt. Nichtsdestotrotz sind halt die negativen Effekte durch den negativen Roll zu gravierend, als dass das in irgendeiner Form wirklich außer aus analysetechnischer Sicht interessant ist. Zudem kommt natürlich noch, neben dieser Überlegung, zudem kommt in meinen Augen noch, dass der Euro eben das Potenzial hat, auch für eine scharfe Korrekturbewegung. Das steht zum einen fest. Also das heißt, ich würde den Euro nicht mehr unbedingt als Outperformer sehen, überrascht auf breiter Front, dass der Euro sich so stark präsentiert, nachdem wir zum Jahresbeginn eigentlich im Grunde genommen alle schon die Parität vor Augen gehabt haben, zum US-Dollar an der Stelle beispielsweise. Da ist diese Performance aktuell von größer 10% in 2017 zum US-Dollar, aber auch gegenüber anderen Währungen sehr, sehr imposante Performance, überraschend. Nichtsdestotrotz ist es eben so, zeitnahe Korrekturbewegungen stehen an und dann kommt da auch noch die Unsicherheit rund um die türkische Lira. Also das heißt, selbst wenn der Euro jetzt outperformen würde, weiterhin, oder zumindest mal nicht outperformen, vielleicht sich stabilisiert auf hohem Niveau, dann wäre nicht unbedingt gesagt, dass er am stärksten gegenüber der türkischen Lira, wenn die wiederum abwerten würde, performen würde. Vielleicht wäre Dollar tatsächlich dann eine bessere Alternative. Das kommt, wie gesagt, aber auch noch ergänzend hinzu. Die Unsicherheit, politischen Unsicherheiten, die wir dort in der Türkei eben vorfinden, sind nicht unbedingt wirklich geeignet, dieses Währungspaar zu traden und beziehungsweise nur mit klar definierten Regeln, so sage ich mal. Also Investmentideen oder sonst dergleichen hier zu spielen, finde ich schwierig. Ja, und deswegen würde ich mit euro-türkischer Lira, wäre ich immer sehr, sehr vorsichtig eben tatsächlich. Euro-japanischer Yen hat vor kurzem, kommen wir zu der Währung, euro-japanischer Yen hat vor kurzem einen sehr signifikanten Break ja fabriziert. Ich muss mal kurz gucken, habe ich den nicht schon vorbereitet? Nee, okay. So. So, also holen wir uns mal die Kurse hier von JFD. Signifikanter Break hier. Das war das letzte Mal. Das war kurz bevor ich gefragt wurde. Also kurz bevor der Breakout erfolgte, gab es eine Frage im Morning Meeting. Und da hatte ich gesagt gehabt, es ist sicherlich sehr interessant, hier diesen Bereich zu betrachten, aber auch schon damals sind wir im Euro extrem weit gelaufen gewesen. Ich war da nicht so wirklich überzeugt von. Auch einer der Gründe, weswegen ich Euro-Yen so ein bisschen skeptisch bin, ist, weil die fundamentalen Gegebenheiten relativ ähnlich sind mit der sehr expansiven Notenbankpolitik, sowohl seitens der EZB als auch seitens der BOJ. So, und jetzt, was haben wir jetzt zu sehen bekommen? Jetzt haben wir eben hier einen sehr, sehr scharfen Lauf zu sehen bekommen. Es hat eigentlich, leider, möchte ich sagen, diesen Rücksetzer nicht gegeben, denn den hätte ich legitim als Long-Einstieg betrachtet, um die 126er-Region. Der ist allerdings ausgeblieben. Stattdessen driften wir hier nach oben. Der Markt spritzt immer mal wieder so gegen die 130, 50 ungefähr, ist es 131, 60, 70. Die Abpraller werden kleiner. Infolgedessen gibt es hier so ein potenzielles steigendes Dreieck. Das zeigt, dass die Nachfrage weitergegeben ist, während das Angebot, welches von oben reinkommt, kleiner wird. Bietet sich natürlich schon fast an für jetzt einen Breakout-Trade, aber man sieht hier schon alleine die Schwäche, die der Euro aufbringt, gerade auf breiter Front. Und trotz dessen, also der japanische Yen ist ja heute nicht der stärkste Performer, der Euro hat noch Aufschläge hier, also ein positives Vorzeichen für den heutigen Handelstag. Ich würde diesen Breakout nicht traden wollen. Das sage ich ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass der nachhaltiger Natur ist, denn dafür ist der Euro bis hierhin einfach schon auf breiter Front gegen alle anderen Währungen sehr, sehr weit gelaufen. Und deswegen bin ich da sehr, 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 sehr vorsichtig. Das war hier zu diesem Zeitpunkt tatsächlich noch ein bisschen was anderes. Also so wie gesagt, Juni, selbst da hatte ich schon so ein bisschen Magenschmerzen, aber nichtsdestotrotz, besonders auch vor dem Hintergrund dieser relativ ausgeprägten Konsolidierung, die dort stattgefunden hat und dem sehr signifikanten Bereich, war das einfach ganz attraktiv, dort trotzdem vielleicht in Long-Variante zu spielen. Das sehe ich hier aktuell sehr skeptisch. Also ich bin nicht wirklich davon überzeugt, dass der Break nachhaltig ist, der da jetzt kurz mal auf den Weg gebracht worden ist. Und auch dieses sofortige Abweisen, also das sofortige wieder zurückverkaufen, ist ein Indiz dafür, dass dem das Momentum wirklich auf der Oberseite fehlt und würde mich jetzt davon eher abhalten. Also ich glaube, es gibt attraktivere Währungspaare, so formuliere ich es mal, als euro-japanischen Yen und den Breakout hier zu traden.
Eben auch, weil sich natürlich nach solch einer sehr langgezogenen Bewegung, die hier schon stattfindet, Post-Macron, also der Wahl in Frankreich, weil sich natürlich dann auch die Frage nach den Chance-Risiko-Verhältnissen stellt. Klar, ein Markt kann immer weiterlaufen, aber die Frage, die sich halt immer noch auch stellt, dennoch fundamental besonders, ist eben, wo sollen die weiteren Treiber herkommen? Also wie restriktiv kann sich ein Mario Draghi beispielsweise noch äußern? In Bezug auf die mögliche Reduktion der Anleiheaufkäufe, respektive vielleicht sogar dann baldige im Anschluss an die Rückführung der Anleiheaufkäufe erfolgende Zinsanhebung. Und da muss man dann, glaube ich, schon so ein bisschen, oder tut mir nicht unbedingt schlechter dran, wenn man da so ein bisschen konservativer aktuell in dem Bereich agiert. Auch eine Frage zum Dollar-Franken. Der ist natürlich ebenfalls super spannend, weil sehr, sehr starke Reaktion. Hier jetzt erstmal klar, der Franken auf breiter Front ebenfalls stark unter Druck. Ich hätte ehrlich gesprochen schon fast die 95,50 gekauft. Das war natürlich in dem Moment dann hinfällig, als wir jetzt hier nochmal diese Tiefs angelaufen sind, um die Mai 2016er, also Jahrestiefs aus 2016. Fakt ist aber auf jeden Fall, das sieht sehr, sehr stark aus und die Wahrscheinlichkeit, dass es hier zu einer Bewegung mindestens in den 99er-Bereich kommt, ist, glaube ich, verstärkt gegeben. Der ein oder andere hat vielleicht diesen Bereich hier aggressiv gekauft um 95,50. Mit einem Stop unterhalb der 2016er Jahrestiefs hat man vielleicht ein bisschen Glück gehabt, dass der Stop auch da nicht ganz erfolgt ist und sieht jetzt, wie diese Position sich dann doch noch für einen entwickelt. Wie gesagt, ich glaube, dass wir noch weiteres Aufwärtspotenzial haben, Dollar-Franken. Ob es jetzt weiter ausgehend von Franken-Schwäche initiiert wird, diese Bewegung, oder dann durch eine US-Dollar-Korrekturbewegung, eigentlich völlig egal. Ich glaube, das Potenzial ist auf jeden Fall gegeben für weitere Aufschläge. Ja. Wow, beeindruckend. Schon lange nicht mehr so viel über Devisen gesprochen. Gefällt mir. Gefällt mir das Format wirklich. Also Devisen sind ja eine große Leidenschaft von mir. Das hat einfach damit zu tun, weil globalpolitisch das einfach so eine unglaubliche Vielfältigkeit gibt. Da habe ich gar keine Meinung zu. Habe ich gar keine Meinung zu. Und zwar, wie meine Meinung zu Erdgas ist. Ich habe mal kurz, das war nicht lange, kurz habe ich mal den Erdgas-Future getradet. Das war an einem Handelsdesk, den wir aufbauen wollten. Wir haben dort den Erdgas-Future gehandelt und haben auch damit Testläufe gehabt und dergleichen. Und das ist allerdings, wie lange ist das her? 6 Jahre, 7 Jahre ungefähr. Das Ergebnis, glaube ich, war unterm Strich, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber ich würde mal sagen, so plus minus null mit leichter Minustendenz. Und was sich halt gezeigt hat, war, dass es ein unglaublich erratischer Markt ist. Mit unfassbaren, zwei, teilweise Riesenbewegungen natürlich, aber es hat sich sehr stark herauskristallisiert, dass da so der Gordon Gekko Wall Street Spruch, if you're not inside, you're outside, auf jeden Fall eher die Regel als die Ausnahme ist. Also es bedeutet etwas anders formuliert. Das ist ein Markt, wo du einen unglaublichen Informationsvorsprung benötigst. Handelssysteme sind unglaublich schwierig, profitabel umzusetzen. Oh, jetzt bin ich gerade verlegen gerade. Bin ich gerade, vielen Dank, das ist sehr nett, dass ich das jetzt gerade dieses Feedback bekommen habe. Wo war ich gerade beim Erdgas? Ach so, ja, also der Kollege oder der Händler, mit dem ich das zusammen damals betreut habe und wo mit dem ich da dieses Projekt gemanagt habe, der hat damals dann auch gesagt, er sagte, das ist ein richtiger Banditenmarkt. Bandit jetzt im Sinne von wirklich wird massiv manipuliert. Und dadurch hat sich mein Interesse im Zusammenhang mit Erdgas stark reduziert im Laufe der Jahre. Also ich bin da eher auf dann wirklich hochliquide Märkte, zum Beispiel eben auch Devisen, langfristig dann umgestiegen. Und deswegen kann ich zu Erdgas an der Stelle nichts sagen. Habe ich überhaupt gar keine Einschätzung dazu. Wobei ich natürlich sagen muss, na klar, aus politischer Sicht ist das ein super spannendes Asset auf jeden Fall. Wir können auch einen ganz interessanten Abstecher mal machen. Euro-Rubel ist zum Beispiel mal ein Währungspaar gewesen, da bat man mich drum, das mal abzudecken, und zwar in einer Premium-Session. Also das heißt, ich arbeite ja exklusiv mit JFD Brokers zusammen und habe dann hier gesagt, alle Kunden, die über mich zu JFD kommen, den biete ich in eine Serviceleistung an, da findet einmal pro Monat eine dreistündige Premium-Session statt. Und
Da ist es dann tatsächlich so, dass da mal die Frage kam von jemandem, ob wir mal auf den russischen Rubel schauen könnten. Und der russische Rubel selbstverständlich auch natürlich sehr stark Öl und auch Erdgas abhängig von der Preisentwicklung. Und das ist ein super interessanter Trade langfristig betrachtet, nämlich aus tatsächlich swap-technischer Sicht, also mit einem unglaublich stark positiven Roll versehen, dieses Währungspaar, also Euro-Rubel Short, dieser Trade. Jetzt ist es tatsächlich so, auch hier ist es beispielsweise diese Gegenbewegung, die ist unfassbar extensiert mittlerweile. Ich persönlich muss sagen, ich habe mehr und mehr die Tendenz, langfristig wirklich mal einen Euro-Rubel-Short einzustreuen. Tatsächlich vielleicht mit einem Stop, der auch ein bisschen weiter weg liegt, ja, 75, 20 eventuell, entsprechende Positionsgröße anpassen und das als Investment, also langfristige Bewegung eben zu sehen, als klassischen Carry-Trade. Das heißt also zu versuchen, vom Zinsdifferenzial russischer Rubel zu Euro zu profitieren. Das ist durchaus etwas, was ich alternativ anbieten würde zu Erdgas, was vielleicht ein ganz interessanter Gedanke auch mal ist, sich damit mal näher zu beschäftigen. Ich glaube, euro-russischer Rubel ist durchaus mal ein Blick wert aus der Perspektive. Besonders auch deswegen, weil natürlich Erdgaspositionen jetzt in CFDs, wenn man die auf Margin handelt, dann hat man natürlich wieder diese Finanzierungskosten. Also das ist ein Kostenfaktor. Und ich jetzt zum Beispiel als Vermögensverwalter, ich schaue da natürlich drauf, weil meine Kunden mir ihr Geld anvertrauen und natürlich gerne sehen möchten, dass ich mehr daraus mache. Und ich nehme diese Aufgabe und dieses Vertrauen, was mir die Kunden eben aussprechen, das nehme ich sehr, sehr ernst. Das ist das höchste Gut eben, was ich habe, was die Kunden mir an der Stelle dort überreichen. Dieses gilt es eben entsprechend zu schützen und optimal zu investieren. Auch besonders längerfristig eben. Vor diesem Hintergrund sind dann eben Rollkosten eine ganz große Komponente. Da kann man natürlich auch eine Brücke schlagen, zum Beispiel zu WTI. Jetzt, klar, der ein oder andere, das ist jetzt alles in der Nachbetrachtung, aber der ein oder andere hat vielleicht sich gedacht, nach diesen massiven Abschlägen im WTI bis Anfang 2016, na, irgendwann muss der Boden ja mal gefunden sein. Vielleicht eine längerfristige Position aufgebaut, wo auch immer hier unten. Das Problem ist halt jetzt nur, wenn du das auf Hebelbasis aufbaust, dann passiert Folgendes. Du musst dafür eben zahlen, dass du diese Position hältst, weil du ja quasi einen Kredit aufnimmst, wenn man so möchte. Das Interessante ist, dass WTI und der russische Rubel stark positiv zueinander korreliert sind. Heißt also, wenn WTI steigt, sollte in dem Fall beispielsweise Euro-Rubel stark fallen. Der Vorteil ist, und das ist natürlich auch passiert, also das ist jetzt keine große Überraschung, wenn man sich das mal hier anschaut, ab 2016, Februar ungefähr. Das Interessante ist aber jetzt, für dieses Halten einer Short-Position Euro-Rubel gibt es Zinsgutschriften. Das ist natürlich dann neben möglichen spekulativen Gewinnen, die einem entstehen können, super interessant, dass man Zusatzrendite eben auf dem Weg erwirtschaften könnte. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also das wäre der Markt, den würde ich mir betrachten. Euro-Rubel beispielsweise eher als Erdgas. Okay, so abschließend schauen wir noch auf Folgendes, nämlich britisch Pfund, japanischer Yen. Zum Euro südafrikanischer Rand habe ich keine Einschätzung, aber ich will mal fast sagen, wie es der Zufall so will. Ich habe einen Artikel verfasst gestern, den findet man auch auf dem Guidance Desk von JFD, und zwar hier im Zusammenhang mit Gold. Eigentlich wurde ich nach Gold gefragt, aber ich habe dann was zum südafrikanischen Rand daraus gemacht. Da würde ich den Link mal zu einstellen und hoffe, dass dieser Gedanke ganz interessant ist. Da gibt es ein saisonales, sehr interessantes Pattern, was sich im südafrikanischen Rand hier abzeichnet, zum Dollar, also Dollar südafrikanischer Rand, für die kommenden 3 Wochen. Gestern beginnt auch in den letzten 22 Jahren mit einer enormen Trefferquote, also die Trefferquote für die letzten 22 Jahre für diesen Trade Dollar südafrikanischer Rand Long zwischen dem 1.8. bis zum 23.8. Hatte eine Trefferquote von über 80%, 81%. Also in 18 von 22 Jahren ist der hier tatsächlich angezogen, im Schnitt über 2000 Pips. Ja, das muss man natürlich immer in Relation zum Wechselkursverhältnis sehen. Da sind wir bei 13,50 ungefähr, Dollar südafrikanischer Rand hier. Hat im Schnitt lediglich 577 Pips verloren. Also das Payoff-Ratio ebenfalls enorm positiv, also eine hochprofitable Angelegenheit eigentlich, wenn man so möchte, Dollar südafrikanischer Rand. Also das einfach mal so als Lektüre im Nachgang an das Devisenradar. Jetzt so, nochmal ein Blick auf britisch Pfund japanischer Yen.
Da wird es auch morgen natürlich interessant, wie ich das schon initial sagte. British Pfund ist halt spannend vor dem Hintergrund der Bank of England. Und was ich da halt gerne sagen wollen würde, ist, das habe ich auch schon jemandem gesagt, der mich das im Morning Meeting mal fragte. Der sagte auch British Pfund, japanischer Yen, was hältst du davon Long? Insgesamt halte ich davon eine ganze Menge. Das sage ich ganz offen und ehrlich, aber nicht in der aktuellen Region. Ich glaube, da würde ich eine sehr konservative Herangehensweise wählen, welche mich wie folgt dann sich darbieten würde. Ich würde gerne einen Break hier über besonders, ja, fast schon die Hochs aus 2016 sehen. Ist es überhaupt? Moment, nein, 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 Verzeihung. Brexit hat natürlich, kommt von wesentlich weiter höher, aber ist ein Zwischenhoch, was im Dezember mal ausgebildet worden ist. Also Region 148, 148, 50. Da möchte ich erst einen Bruch über dieses Niveau sehen, bevor ich dann British Pfund, japanischer Yen für Long-Engagements eben in Betracht ziehe. Was man aber dennoch eventuell überlegen könnte, wäre natürlich, einen solchen Bruch zu antizipieren. Denn das Problem ist, der Break jetzt hier, direkt den zu traden, da könnte Folgendes passieren, nämlich dass das Chance-Risiko-Verhältnis sehr unattraktiv wird. Vor allem British Pfund oder generell japanischer Yen, den auf breiter Front mal betrachtet, der tendiert dazu, wenn er abwertet, wirklich in einem Zug abzuwerten. Also wir erinnern uns daran, was im Oktober, nee, November letztes Jahr passierte, Dezember, hat der japanische Yen auf breiter Front nach der Wahl Donald Trumps und den anziehenden Zinsspekulationen als sehr zinssensitive Währung sehr stark abgewertet. Und er hat es einfach nur weggezogen, also beziehungsweise wurde nach unten wegverkauft. Also in dem Fall ist British Pfund Yen eben stark angezogen. Dollar-Yen genau das gleiche, Euro-Yen genau das gleiche. Und tatsächlich ist es dann vor diesem Hintergrund eben so, dass das Problem wäre, wenn ich den Break da direkt trade, oder nicht trade, so, sondern auf ein Retracement warte, dass dieses Retracement nicht erfolgt. Was dann wiederum bedeutet, dass man vielleicht versuchen sollte, sich vorher schon zu positionieren. In der untergeordneten Zeitebene, Stunde, beziehungsweise vielleicht 4-Stunden-Basis, dass man zum Beispiel versucht zu sagen, in diese Struktur, die sich jetzt hier herauskristallisiert, könnte man sich überlegen, zum Beispiel einen Rücksetzer gegen 146 Long zu traden, mit einem etwas weiteren Stop bis 144, 200 Pips Risiko, und dann darauf abzuzielen, hier einen Bruch nach oben zu antizipieren. Eventuell bietet sich das auch tatsächlich an, diese Positionierung heute sogar schon aufzusetzen, weil, wie gesagt, morgen könnte mit einem entsprechenden Abstimmungsergebnis rund um die Zinsentscheidung seitens der Bank of England, wenn das nicht 7 zu 2, sondern zum Beispiel 6 zu 3 oder 5 zu 4 ausfällt, der Zins zwar gleich gehalten wird, aber nichtsdestotrotz die Aussicht auf eine baldige Zinsanhebung, um diesen Overshoot in der Inflation eben einzudämmen, um da eben, das habe ich den Faden verloren, um sich frühzeitig zu positionieren, weil das könnte eine sehr stark positive Reaktion im British Pfund geben, sollte so etwas auf den Weg gebracht werden, dass dann, ja, solch ein Trade vielleicht, solch ein Trade-Gedanke gar nicht mal so eine schlechte Idee wäre, jetzt diesen Rücksetzer dort auf der Stunde zu handeln in Erwartung und Antizipation eines solchen Breaks mit Stop hier eben unter der 144. Und sobald der Break erfolgt, dann zum Beispiel auf eine höhere Zeitebene zu switchen aus der Stunde und den Trade sozusagen in die höhere Zeitebene zu migrieren und dann zu versuchen, dort eine größere, sich abzeichnende Trendbewegung eben entsprechend zu kapitalisieren zu seinen Gunsten. Sollte der Trade, wie gesagt, ins Laufen kommen, wie gesagt, Verlustbegrenzung würde ich hier im Bereich um 144 vornehmen. Ja, gut, dann hoffe ich doch, dass es Spaß gemacht hat. Und das Feedback, wie gesagt, es war sehr, sehr nett, dass ich gerade dieses Feedback bekommen habe. Beste Devisenradar ever. Ja, das werde ich dem Herrn Kämmerer ausrichten. Und ja, also das hat Spaß gemacht, Riesenspaß gemacht sogar. Und wie gesagt, ich wünsche Happy Trading. Allseits Happy Trading. Passt auf die Stops auf und vielleicht hört man sich ja mal im Morning Meeting. Börsentäglich 10:30 Uhr findet das auf dem JFD Guidance Desktop statt. Auch gerne da mal vorbeischauen. Auch da beantworte ich gerne en Detail alle Fragen. Da haben wir zwar nur eine Dreiviertelstunde und der Fokus ist dann auch so ein bisschen, manchmal ein bisschen DAX-lastiger. Nichtsdestotrotz, also wie gesagt, Devisen machen einfach Spaß, weil einfach global, politisch, fundamental da so viele Möglichkeiten und Interpretationen und interessante Gedankengänge formuliert werden können. Und ja, also meinerseits ist es das gewesen. Also Happy Trading, passt auf die Stops auf und dann hören wir voneinander. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Habt euch wohl, macht's gut und tschüss. So.